Hallo und grüß Gott. In der Zurück zum Ursprung Kochwelt zeige ich Ihnen, wie Sie aus regionalen, biologischen und nachhaltigen Lebensmitteln der Ursprungsbauern Köstlichkeiten auf Haubenniveau zubereiten können. Wir benötigen Goldhirse, Gemüsebrühe Sternanis, Artischockenböden, Walnüsse Stangensellerie, eingelegter Paprika, Thymian, Zwiebel, Gouda, Blauschimmelkäse, Eier, breite Bohnen, Birnen, rote Zwiebel, Apfelessig, Chicorée, Apfelhonigessig, Sonnenblumenhanföl, Petersilie, rote Chili, Pflanzenöl. Unsere köstliche Hirse aus dem Wiener Becken waschen und mit der 2- bis 3-fachen Menge Wasser oder Gemüsebrühe aufsetzen, 10 Minuten köcheln lassen und weitere 10 Minuten am Herdrand quellen lassen. Im Dampfgarer entfällt das Quellen lassen, nur 10 Minuten bei 100 Grad dämpfen. Das scharfe Petersilienöl am besten 1-2 Tage vorher zubereiten. Die Petersilie samt Stängel, halber Knoblauchzehe, Chili grob hacken, mit geschmacksneutralem Öl aufgießen, verschließen und kalt stellen. Für das Soufflé Zwiebel und Stangensellerie farblos anschwitzen. Das angeschwitzte Gemüse zugeben. Eier trennen, davon 3 Dotter unterheben. Vom 4. Ei benötigen wir nur das Eiklar fürs Soufflé, das Dotter benötigen wir später für den Salat. Die Förmchen im Wasserbad, im Backofen, aufgehen lassen oder im Dampfgarer. Die breiten Bohnen kurz in Salzwasser blanchieren und anschließend in Eiswasser abschrecken. Die nicht so perfekten Bohnen würfeln und werden dann die Fülle für die breiten Bohnen. Walnüsse in fettfreier Pfanne anrösten. Gemüsebrühe, Senf und die fein gewürfelten breiten Bohnen ebenfalls zugeben. Den aufgehobenen Dotter mit Senf, Salz, Pfeffer, Apfelessig und Sonnenblumenkernöl aufschlagen. Und den Chicorée-Salat darin marinieren. Artischockenböden mit den Kräutern in Butter erhitzen und abschmecken. Die breiten Bohnen oben einschneiden, mit einem Messer die beiden Seiten voneinander trennen, sodass wir eine Schale quasi bekommen, auf ein Blech setzen und mit der Hirse Artischocken, Paprikamasse füllen und im Ofen warm stellen. Das ausführliche Hirse-Rezept finden Sie in der Zurück zum Ursprung Kochwelt.